sind ready. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute heißt es die Tops und die Flops von der Essen Motor Show. Heute wird wirklich mal, heute packen wir mal einen aus. Also wir nehmen quasi, ich weiß noch nicht, wie viele es werden am Ende des Tages, wie viele Tops und wie viele Flops wir uns aussuchen. Ich habe da schon so ein, zwei Autos im näheren Visier. Wir wollen mit euch mal ein kleines Ründchen jetzt nicht mehr über die Messe gehen, aber euch mal zeigen, was uns ins Auge gefallen ist, wo sehr viel Arbeit drin steckt, was aber vielleicht auch einfach nur ästhetisch und schön ist. Und deswegen springen wir jetzt, wir hüpfen jetzt ein bisschen, ne? Weil die Leute, ihr braucht ja nicht mal mit uns über die ganze Messe zu laufen, das kostet zu viel Zeit. Das heißt, wir machen einfach so. Hallo! Ja, wir sind jetzt gerade bei meinem ersten Favoriten und das erinnert mich ein bisschen an meine Jugend, Golf 1. Das war ja so voll unsere Zeit, würde ich sagen. Und dieser Wagen, der hat wirklich wirklich verdient, in die Top, ja weiß ich, Top 5, Top 6, Top 7 reinzukommen. Weil den kann man auch Mr. Carbonara nennen. Erstens die Farbe, dieses Blau, ultra geil. Und zweitens, da ist so viel Carbon verbaut, das werden wir schon gleich mal zeigen. Innenleben aus Carbon, fast der ganze Motor besteht aus Carbon. Da ist so viel Detail und so viel Liebe reingesetzt worden, das Auto. Das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Nehmt euch da mal 2 Sekunden Zeit für und gebt ihm. Ich hoffe, euer Höschen ist jetzt schon ein bisschen feucht, aber ihr müsst euch schon ein bisschen zurückhalten. Denn jetzt wird es ein bisschen eleganter, dafür müssen wir einmal in den Keller und ich würde sagen, wir gehen einmal runter. Alter, das müssen wir aber noch mal lernen mit der Platzierung. So, Numero dos, Mercedes W111, das Ding ist so sexy, perfekter Lackzustand, natürlich Airbag drin verbaut, was auch sonst, und Rad 48 Felgen drauf. Alter, das Ding ist der absolute Hammer. Gebt euch das. Ich weiß noch nicht, wo es jetzt gleich danach hingeht, aber erstmal hinsetzen, entspannen, Taschentuch vielleicht schon mal langsam rausnehmen, denn jetzt könnte es feucht werden. Und? Geil oder geil? Für mich absolut ultra geil. Jetzt springen wir von etwas extrem alt, würde ich sagen, geht es jetzt direkt weiter. Sofort, da brauchen wir auch quasi nur einmal umswitchen, geht sofort zum 997 vom Johannes von Holly Hall. Ultra fett, vor allen Dingen static das Teil und der fährt das Ding wirklich so static. Böser geht's gar nicht. Also für mich einer der schönsten 911er, der hier auf der Messe steht. Also ab geht's. So, genug Deutschland für heute, kann man noch nicht sagen, aber erstmal für jetzt. Jetzt würde ich mal sagen, geht die nächste Reise nach Japan. In Japan landet man halt nicht so gut. Für mich das nächste Auto, was auf jeden Fall in meine Liste gehört, ist von Top Secret, der GT86. Ja, die haben so hart eingerissen. Also Rocket Bunny Umbau, Airlift Performance Fahrwerk drin, Vortech, Kompressor vorne draufgehauen. Ich glaube 365 oder 364 PS. Da müssen wir auch mal mit dem Dom sprechen, ob wir damit mal eine Runde fahren können. Weil ich würde mal echt gerne fühlen, wie sich so ein Auto fährt. Also mit so viel Qualm, das ist schon geil, glaube ich. Ne? Und vor allen Dingen, ob ich das auch nur so locker alles verbauen lässt. Und ist für mich aus diesem Bereich irgendwie so mit einer der, ich sag schon, ja, geileren Autos. Also wirklich, da hätte ich auch schon richtig Bock drauf. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man mit dem Ding auch richtig gut driften kann. Denke ich. Ja, haut euch das Ding rein. Ultra geile Karre, mega geiles Design wieder. Die hauen immer ultra geile Sachen raus. Viel Spaß, bis gleich. Hi. Hi! Alles gut? Geht's euch noch gut? Habt ihr noch Bock? Also ich habe noch 2 Stück gerade, die sind noch im Kopf, die gebe ich euch noch. Noch 2 Stück. Und zwar, das wird so eine Mischung aus einem verrückten Motor, einem deutschen Auto. Dafür müssen wir aber wieder hoch. Also mein vorletztes Highlight auf der Messe ist dieser Z4. Ultra geil. Das Ding hat einen 2er Z-Motor drin. Ich glaube 608 PS. Ja, 608 PS, 720 Newtonmeter.
Ey Leute, das ganze Chassis, alles was sie, also alle Anbauteile, haben die mit Carbon gemacht. Das ist so präzise gearbeitet, so fein gearbeitet. Dieses Teil ist der absolute Hammer. Das gebe ich euch noch, bevor es dann in meine Kindheit zurückgeht. Zeige ich euch noch das allererste Auto, was ich getunt habe, was ich mit 19 oder mit 20 gekauft habe. Das ist auch eine Herzensangelegenheit. Da gehen wir jetzt sofort hin. Bis gleich. Das ist auch so der geilste Moment auf einer Messe, ne? Und du hast irgendwie 7-8 Tage Messe hinter dir. Und dann hast du immer noch so ein paar Chaoten, die dann einfach mal so topfit, ne, irgendwie fürs Wochenende vorbeikommen und dir hier die Mucke um die Ohren hauen und sich einfach wegballern, ne? Und du stehst da und bist sowas von hier und wirst am liebsten die erschlagen damit. Aber Gott sei Dank haben wir einen schönen Platz gefunden. Wir sind gerade im Golf 2 von Jopia. Ja, Fire und Eis. Und Eis, sag ich schon. Fire und Eis. Das Ding, das war tatsächlich mein erstes Auto, also mein erstes getuntes Auto, was ich mir hart erarbeitet und hart erspart habe. Und ich finde, das ist der perfekte Abschluss für meine Highlights der Messe, was das Thema Auto angeht. Ich fühle mich gerade wieder, als wäre ich 19, ne, oder 20. Das ist echt schon geil. Auch die Sitze, hör mal, da haben die uns früher für diese Farbkombination, da haben wir mal gesagt, damit kannst du nicht rumfahren. Und das ist so Porno. Allein zeig den Leuten mal das hier, dieses Ding. Das erinnert mich so hart an meine Jugend. Also so hart. Und da bekomme ich auch echt wieder Lust auf so ein Ding, ne? Das Problem ist, die sind gerade vom Preis sind die extrem gestiegen. Die sind schon sehr, sehr wertvoll geworden, diese Autos. Gerade Fire and Ice, was früher kein Mensch haben wollte, ist heute wieder so, ne? Selten, muss wieder jeder haben. Und ich lasse euch jetzt mit dem Auto noch, ich sag mal, gefühlt 10, 15 Sekunden alleine. Und dann treffen wir uns einfach, ich würde sagen, da, wo alles angefangen hat, im Käfer. Da wird auch alles aufhören. So, meine Lieben, da wo alles begann, hört auch alles auf. Wir haben im Käfer, oder? Haben wir das erste Video? Ich glaube, ne, die ersten Sachen haben wir im Käfer gedreht. Der Rücksitz ist wahrscheinlich mittlerweile der bekannteste Rücksitz in der Szene geworden. Jetzt geht's zu den Flops. Das Video war ja schon, glaube ich, relativ lang und die Flops werden relativ kurz. Aus dem einfachen Grund, für uns definitiv gibt es gar keine Flops auf der Messe, weil egal wer was erzählt, ob er was gut oder schlecht findet, das ist immer noch Geschmackssache, finde ich am Ende des Tages. Und das Wort Flop ist irgendwie so, ja, das ist schon wieder so bewertend und das ist gar nicht mein Ding. Und ich finde, es gibt keine Flops auf der Messe, es gab nur gute Autos und vielleicht hat es auch nicht den einen oder anderen Geschmack getroffen, das ist mir persönlich aber peng. Für mich war jetzt das, was ich euch gezeigt habe, das, wo meine Leidenschaft hingeht, auch wo man einfach sieht, wie vielfältig das alles sein kann. Und abschließend möchte ich einfach zu der Messe sagen, das waren jetzt 10 Tage, das waren 10 Tage Hardgas. Ich bin auch, glaube ich, wie man mir das ansieht, völligst durch, also völligst fertig, voll im positiven Sinne. Also die Messe war extrem geil, sehr erfolgreich für uns. Wir haben auch super viele alte Gesichter getroffen und auch neue Leute kennengelernt. Unser Stand, würde ich sagen, war in einer super Position. Wir haben ein sehr familiäres Verhältnis mit dem ganzen Team von Jopia gehabt, also das war auch extrem geil. Und bevor das Video jetzt aber zu Ende geht, möchte ich einmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Euch auch ganz besonders, auch dass ihr uns so gut unterstützt habt. Und damit ihr jetzt nochmal ein Gefühl bekommt, wie die Messe denn für uns war und wie viele Emotionen auch mal auf so einer Messe sind, geben wir euch jetzt die schönsten Momente der Messe. Vielen, vielen Dank. Reingehauen. Bis bald.